Wir haben unsere Klassen P und NP kennengelernt und es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Welt aussieht. Wir haben unsere Menge P und die ist auch gleich der Menge NP. Oder das sieht so aus. Wir haben das P und das ist eine echte Teilmenge von dem NP. Und ob es so aussieht oder so aussieht, Stephen Cook und Leonid Levin haben gezeigt, das kann man einfach unterscheiden. Nämlich, man fragt sich, wo das Erfüllbarkeitsproblem ist. Erinnern Sie sich, das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlog, das war eins dieser Probleme in NP. Und die zwei haben gezeigt, entweder ist das Erfüllbarkeitsproblem hier, und wenn das Erfüllbarkeitsproblem in P ist, dann ist P gleich NP. Oder das Erfüllbarkeitsproblem ist nicht in P und dann ist P ungleich NP. Also, wenn man das Erfüllbarkeitsproblem in P reintun kann, wenn man einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem findet, dann gibt es effiziente Algorithmen für alle Probleme in P. Also sehen wir es uns nochmal an. P gleich NP, genau dann, wenn das Erfüllbarkeitsproblem in P ist. Die Richtung von links nach rechts ist einfach. Warum? Wenn P gleich NP ist, wir wissen ja schon, das Erfüllbarkeitsproblem ist in NP, dann ist es natürlich auch in P. Die Richtung hier ist das Verblüffende. Ja? Was es nämlich zeigt, ist, dass wenn das Erfüllbarkeitsproblem in P ist, dann sind alle Probleme, die es da noch gibt, ja, die sind auch in P. Also in einem gewissen Sinn, das Erfüllbarkeitsproblem ist ein schwerstes Problem in NP. So kann man diesen Satz auch interpretieren. Satt ist ein schwerstes Problem. Wenn man einen effizienten Algorithmus für satt hat, dann hat man einen effizienten Algorithmus für alle Probleme in NP. Dieser Satz wurde gezeigt von Stephen Cook hier auf der linken Seite. Ein sehr bescheidener Mensch. Und Leonid Levin, auch ein sehr bescheidener Mensch. Sie haben das unabhängig gezeigt im Jahr 71. Stephen Cook in Nordamerika, unterrichtet jetzt an der Universität Toronto, Leonid Levin in Russland. Stephen Cook wurde für diese Arbeit mit dem Turing Award ausgezeichnet. Leonid Levin hätte ihn wahrscheinlich auch gekriegt, wenn seine Arbeiten im Westen zu diesem Zeitpunkt schon bekannt wurden. Aber es wurde erst sehr viel später bekannt, dass er eigentlich genau das Gleiche gemacht hat. Und er hat den Knus-Preis für seine Arbeiten gekriegt, der nicht ganz so angesehen ist wie der Turing Award, aber auch sehr angesehen. Wie zeigt man das nun, dass wenn es einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem gibt, dann gibt es einen effizienten Algorithmus für jedes Problem in NP? Ich zeige Ihnen das für ein ganz bestimmtes Problem in NP, wo man den Beweis einfach führen kann, aber im Prinzip führt man ihn für jedes Problem in NP in analoger Weise. Was ist dieses Graphenfärbungsproblem? Wir haben einen ungerichteten Graphen, also sowas wie das hier. Und die Frage ist, gibt es eine Färbung der Knoten von G? Wir dürfen jetzt färben mit drei Farben, rot, blau, grün, sodass die Endpunkte einer jeden Kanten verschieden gefärbt sind. Also ich mache noch ein paar Kanten dazu. Ja. Und hier könnten wir etwa färben rot, das hier grün, das blau, das wieder rot, das hier grün, das hier rot und das hier blau. Ja? Also das ist eine Färbung. Jeder Knoten hat eine dieser Farben. Und für jede Kante gilt, die Endknoten von der Kante haben eine verschiedene Farbe. Ja, also das ist hier eine Belegung, die beweist, dass es eine solche Färbung gibt. Ich zeige Ihnen noch einen anderen Graphen hin, den hier.
Da gibt es keine solche Färbung, denn da gibt es keine. Warum nicht? Naja, wenn Sie zum Beispiel diesem Knoten hier rot geben, ne, sind vier Knoten. Sie haben drei Farben. Dann müssen Sie notwendigerweise zwei Knoten die gleiche Farbe geben. Aber jedes Paar von Knoten ist hier verbunden. Sie dürfen keinen zwei Knoten die gleiche Farbe geben. Aber das ist das Graphenfärbungsproblem. Man kriegt einen ungerichteten Graphen und die Frage ist, kann man es färben mit drei Farben, die ich jetzt mal rot, blau und grün nenne, sodass die Endpunkte an jeder Kante verschieden gefärbt sind. Was wir also jetzt zeigen wollen ist, wenn das Erfüllbarkeitsproblem effizient lösbar ist, dann ist auch das Graphenfärbungsproblem effizient lösbar. Und das schreibt man auch, Färbung ist nicht schwerer als satt. Ja. Und die Idee ist, wir machen Folgendes. Das Erfüllbarkeits-, das, die Eingabe für das Graphenproblem ist ja, für das Färbungsproblem ist ein Graph. Wir konstruieren aus dem Graph eine Formel mit zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, der Graph ist drei färbbar, genau dann, wenn die Formel erfüllbar ist. Und zweitens, wir können diese Formel aus dem Graphen effizient durchführen. Wir können diese Formel aus dem Graphen effizient konstruieren. Ja, also erstens, wenn der Graph drei färbbar ist, dann ist die Formel erfüllbar. Wenn der Graph nicht drei färbbar ist, dann ist die Formel nicht erfüllbar. Also aus der Erfüllbarkeit der Formel sehen wir, ob der Graph drei färbbar ist. Und die Konstruktion von f aus g ist in Polynomzeit durchführbar. Was bedeutet das? Das gibt uns folgenden Algorithmus zum Färben eines Graphens. An der Eingabe g tun wir Folgendes. Wir konstruieren f. Und dann in einem zweiten Schritt, wir entscheiden die Erfüllbarkeit von f mit Hilfe des Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem. Angeblich gibt es den ja. Wir haben einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem. Warum ist der Algorithmus korrekt? Der Algorithmus ist korrekt wegen dem hier. Der Graph ist drei färbbar, genau dann, wenn f erfüllbar ist. Also wissen wir, wenn das f erfüllbar ist, dann ist der Graph drei färbbar. Wenn das f nicht erfüllbar ist, ist der Graph nicht drei färbbar. Und angeblich haben wir einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem. Warum ist der Algorithmus effizient? Der ist effizient, weil die Konstruktion von f aus g effizient ist und weil wir einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem haben. Also nochmal, das ist effizient, weil f aus g effizient konstruierbar ist und Erfüllbarkeit von G, von F effizient entscheidbar. Also, wenn wir einen effizienten Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem hätten, dann haben wir auch einen effizienten Algorithmus für das Graphenfärbungsproblem. Wir benutzen den Algorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem als eine Unterroutine, als eine Subroutine für einen effizienten Algorithmus für das Graphenfärbungsproblem. Wie geht das jetzt genau ab? Wie konstruieren wir diese Formel? Wir machen das wie folgt. Wir haben für jeden Knoten des Graphen und für jede Farbe, jede unserer drei Farben, also Rot, Blau und Grün, haben wir eine Variable, U und ein C. Ja, also das ist eine Variable, eine aussagenlogische Variable, die wir in unserer aussagenlogischen Formel nehmen. Und die intendierte Bedeutung ist, wenn diese Variable den Wert wahr hat, bedeutet es, wir färben den Knoten U mit der Farbe C. Ja, U und ein C gleich wahr bedeutet, der Knoten U bekommt die Farbe C. Was wollen wir sagen? Wir wollen sagen,
Jeder Knoten hat genau eine Farbe. Ja, hat eine eindeutige Farbe. Erinnern sich, wir hatten auf dem Übungsblatt in der vorletzten Einheit diese Formel für genau eine. Was war das? Wir hatten drei Variablen, x, y, z. Und wir haben geschrieben x oder y oder z. Das heißt, mindestens eine ist wahr. Und es ist nicht der Fall, dass zwei wahr sind. Ja. Das steht für größer gleich 2 sind wahr. Nämlich entweder x und y oder x und z oder y und z. Das bedeutet 2 sind wahr und das darf nicht der Fall sein. Das heißt, das hier ist, heißt genau eine. Und das heißt, wir schreiben für jeden Knoten hin, für jeden Knoten des Graphen schreiben wir hin, genau eine der drei Variablen u unten rot, u unten blau, u unten grün soll wahr sein. Damit haben wir also gesagt, jeder Knoten hat eine eindeutige Farbe. So, jetzt möchten wir das zweite sagen. Für alle Kanten gilt, die Endpunkte haben verschiedene Farben. Wir können das Umgekehrte sagen. Es ist nicht der Fall, dass es eine Kante UV gibt, sodass U und V die gleiche Farbe haben. Ja? Nicht, es gibt eine Kante, da machen wir ein großes Oder über alle Kanten. U und V haben die gleiche Farbe. Ja? Also, wenn wir vier Kanten hätten, wäre das jetzt ein großes Oder über die vier Kanten. Und hier jetzt müssen wir noch sagen, U und V haben die gleiche Farbe. Aber wie, das können wir eigentlich schon, wissen wir schon, das ist dieses mindestens 2. Nämlich, entweder sind beide rot oder sind beide blau oder sind beide grün. Ja? Beide rot, beide blau. Beide grün. Also das ist wahr, wenn von dieser Kante UV beide Endpunkte die gleiche Farbe haben. Wir machen ein Oder über alle Kanten. Das heißt, das hier ist wahr, wenn es gibt eine Kante UV, deren Endpunkte die gleiche Farbe haben. Und dann setzt man die Negation davor. Also die ganze Formel ist das hier. Wir haben ein großes Und über alle Knoten, wo wir sagen, jeder Knoten hat eine eindeutige Farbe. Ja, U hat eine eindeutige Farbe. Und dann haben wir die Negation von einem großen Oder. Und das hier sagt, für die Kante U und V haben die Endpunkte die gleiche Farbe. Ja, und das hier jetzt sagt, es gibt ein UV. Und dann haben wir die Negation davon. Das heißt, diese Formel sagt genau das, was wir sagen wollen. Und wir haben also jetzt aus dem Graphen eine Formel konstruiert, hier dieses F, mit der Eigenschaft, G ist 3 färbbar, genau wenn F erfüllbar. Und diese Konstruktion ist auch effizient, denn wir müssen nur für jeden Knoten diese kleine Formel hier hinschreiben. Und dann für jede Kante diese kleine Formel hinschreiben. Ja, also das ist ganz leicht machbar. Damit haben wir reduziert Färbung auf Erfüllbarkeit. So, jetzt damit wir das nochmal verstehen, vertiefen wir das wiederum. Halten Sie das Video an, machen Sie die Übung, dann kommen Sie zurück. Ist dieser Graph 3 färbbar? Das ist nein. Warum? Sie müssen bei 4 Knoten notwendigerweise 2 Knoten die gleiche Form, die gleiche Farbe geben. Hier sind aber jedes Paar von Knoten ist durch eine Kante verknüpft. Also dürfen Sie keinen 2 Knoten die gleiche Farbe geben, also es geht nicht. Ich gebe jetzt die Formel für
die drei Färbungen an. Das ist das genau eine für den Knoten U, also U rot, U grün, U blau, und genau eine von V rot, V grün, V blau und genau eine von Y rot, Y grün, Y blau und genau eine von Z rot, Z grün, Z blau und nicht, so und jetzt kommt das Ding über alle Kanten, schauen wir uns erst an die Kante UV. Es darf nicht sein, dass U rot ist und V rot ist oder U grün und V grün oder U blau und V blau oder U, schauen wir uns jetzt die Farbe an, die Kante, oder U rot und Y rot oder U blau und Y blau oder U grün und Y grün oder, nehmen wir die Kante hier, das wird mühsam, ja, U rot und Z rot oder U grün und Z grün oder U blau und Z blau oder, jetzt haben wir Z, Y haben wir noch nicht, oder U Z rot, Y rot oder Z grün, Y grün oder Z blau, Y blau oder jetzt noch VY oder V blau, V rot, Y rot oder V grün, Y grün oder V blau, Y grau. So, jetzt haben wir eine Kante, zwei Kanten, drei Kanten, vier Kanten, fünf Kanten. Welche habe ich noch nicht? V und Z. V und Z habe ich noch nicht. Ja, oder also jetzt noch V rot, Y, V rot, Z rot oder V grün, Z grün oder V blau, Z blau. Ja, gut. Das ist jetzt die Formel für die Dreifärbung. Das ist ganz schön aufregend. So, jetzt streichen wir eine beliebige Kante. Streichen wir etwa die hier. Dann fällt das hier weg. Alles andere bleibt wie gehabt. Und finde eine erfüllende Belegung und leite daraus die Dreifärbung ab. Also was mache ich? Ich färbe das U rot. Ich färbe das Z blau. Ich färbe das Y grün. Und ich färbe das V auch blau. Diese Variablen setze ich auf wahr. Alle anderen auf falsch. Ja, okay, dann stimmt das hier. Für jeden Knoten ist genau eine der Variablen wahr. Das stimmt. So, und jetzt müssen wir uns das noch hier anschauen. Für das U und das V haben wir verschiedene Farben. U-Rot und V-Blau. Das heißt, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Für das U und das Y haben wir das UR und das YG. Das heißt, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Für das U und das Z haben wir auch Variablen mit einem verschiedenen, also das heißt, die sind alle nicht wahr. Für das Z und das Y haben wir auch keine mit dem gleichen Index, das heißt, die sind alle nicht wahr.
Und schließlich für das V und das Y gibt es auch keine mit dem gleichen Index, die wahr sind. Das heißt, das hier ist insgesamt falsch. Wir haben eine Negation davor, das wird wahr, also unsere Formel ist wahr. Ja, wir haben eine erfüllende Belegung. Und was wir tun jetzt, wir färben das U rot, wir färben das Z blau, wir färben das Y grün und wir färben das V blau. Ja, und auf die Art haben wir aus der erfüllten Belegung eine Färbung konstruiert.